Willkommen zum zweiten Teil von diesem unglaublich tollen Spiel Battlefield Hardline. Die Beta. Ja. Wir sind in den Breaking News und Crisis in Downtown Los Angeles. Streets closed from... Oh, ach, schon. Geht mir zu schnell. Wir spielen jetzt, nachdem wir den Spielmodus Heist gemacht haben, den Spielmodus Blood Money. Der, was andere war, ziemlich... Scheiße. Ist ein bisschen vulgär ausgedrückt, aber ich komme der Tatsache am nächsten. Und Blood Money ist natürlich viel besser, weil wir hier Geld sammeln müssen, glaube ich. Oder sowas. Ach, weiß auch ich nicht. Mag das Spiel nicht. Wieso bin ich nicht wieder im Kopf? Das ist uncool. Aber weil du wahrscheinlich den Kopf ausgewählt hast. Ich habe gar nichts ausgewählt. Natürlich hast du was ausgewählt. Du wirst nur nicht zugeben. So wie schon immer. Halt. Tja. Liebe Freunde, dürft euch auf die nächsten 10 Minuten freuen, weil es gibt wieder richtig sicke Action. Also da ist halt, die haben jetzt die Geldpack Dinger auf dem Rücken und siehst dann, siehst immer eine Spur, wo es Geld ist. Also vom Spielmodus her ist der actionreiche wie der andere. Aber ist trotzdem scheiße. Du, ich sag nichts mehr dazu, wie ich das Spiel finde. Ist doch die gleiche Map, oder? Mhm. Ist alles die gleiche Map. Ich will es damit begründen, dass es eine Beta ist. Ja. Verdammt nochmal, die Alpha von Destiny ist ja 100-mal größer wie die verkackte Beta. Leck mich, oh Scheiße, steck aus! Das funktioniert, hä? Huh? It works! Du wechselst es jetzt raus! Es funktioniert! Steck aus! Jetzt steig doch aus, Mann! Super! Machen wir noch ein bisschen leiser. Zu laut. Vom Fernseher. Dankeschön. Ist dir auch aufgefallen, was mir auffällt? Das Mikro ist an, von deiner Kamera. Das leuchtet unten immer schön auf, wenn wir reden. Cool. Da können wir die Leute wenigstens ein bisschen nerven. Ich halt da ist er. So auf der. Hi, Fatman! Schade, ja, aber ignoriert uns. Schon mal getötet? Nein. Ach, nur Assist, ne? Schon gedacht. Wie man tötet, wird das ja ein Highlight. Im Motorrad. Geil. Und ich habe schon gedacht, wir dürfen nur Fahrzeuge fahren, die auf vier Rädern fahren. Ja. Hey, die erste Überraschung, Battlefield. Das ist ja einfach genial. Hey, du hast immer getötet. Du. Das. Ja, du musst kotzen, hast du gehört. Hops. Tja. Da ist nochmal einer. Na. Ich hab hier manchmal nicht. Wer Feind, dann wer freundlich. Jo. Ah, da in der Kiste, da muss ich Geld aufnehmen. Da hier, da rechts, da unten, da an dem Käfig, Bruder. Schön für dich. Was mach ich? Geh doch hin und nimm das Geld. Was ist mit dir los? Geh doch jetzt dahin. Frisch. Mach doch einfach. Soll ich da? Wasch. Tja, wir fahren mit dem Fahrzeug ans Ziel und freuen uns. Wie ein Schnitzel. Wie ein Jägerschnitzel. Mit Pommes. Ich höre einen Helikopter, du auch. Dann bumm, bumm, sag ich schon, einen Baum umgerammt. Ja, kann ich. Im Auto. Guck mal, das siehst du sogar in Game 10, oder? Kann das sein? Nicht sicher. Könnte sein. Ja, könnte sein, aber könnte auch nicht sein. So.
hab's kaputt gemacht. Ja, man sieht nur Scheiße im Fernsehen. Du hast einen riesen Flatscreen gerade eben kaputt gemacht. Ja, eine Scheiße. Im deutschen Fernsehen war die deine Toilette angeschlossen. Man sieht nur Scheiße. Lustig. Ich weiß. Ich lach mich kaputt. Guck, da ist es der Dings da. Hier. Da. Guck, es muss Geld aufsammeln. Ah, ist schon vorbei. Das war deine Dose. Ja, ich hab eine Dose. Super, also wir haben euch Blood Money gezeigt innerhalb von 5 Minuten und das waren die spannendsten 5 Minuten meines Lebens. Die Fresse. Guck mal nochmal. Ja, okay, super, machen nochmal. Freue mich schon drauf. Yeah, geil. Freunde, wir dürfen nochmal eine Folge Blood Money von Battlefield Hardline. Was denn? Vielleicht doch schon, wenn du dich dafür begeisterst. Die Sonne scheint mir aus dem Arsch. Da geht's mal weiter. Ja, da zählt er ja runter. Ja. Yeah. Cool. Erzählt. Cool. Wird also ein bisschen mehr Action, wenn anfangen so mit. Sources inform Sky 5 that the recent violence in downtown Los Angeles is apparently related to recovered police evidence. And neither side shows any interest. Macht doch gar nichts. Dann geh ich hier recht. Okay, ich gucke ein bisschen fröhlicher. Halt in die Fresse. Der Enthusiasmus ist überragend. Ich freue mich echt auf Battlefield. Du bist scheiße. Jetzt bin ich ein Gangster. Nämlich Moped. Wow. Moped. Wow. Ich frage mich, wie du so motiviert sein kannst. Scheiße. Ich fahr auf, Alter. Ich weiß nicht, wohin ich fahr. Ich. Du Gas. Und von der Fahrphysik her? Bombe. Zum Glück ist kein GTA. Das ist kein Polizeiauto. Ach shit. Der war gut. Hätte auch ausweichen können, dann hätte ich ihn nicht erwischt. Hey, du bist tot. Ha, ha. Ich geh zu Fat Man. Zum Glück kann ich nicht schießen. So bin ich im Auto. Zum Glück kann ich aussteigen. Ein Beifahrer und. Oh, bin ich rausgekommen. Ist ja fett. Cool. Ah, kugelsichere Reifen. Ah, kugelsichere Reifen. Ne, da ist es raus. Okay. Ja. Der war. Okay, hier ist auch tot. Die Befriedigung für die Seele. Aber dann hast nicht du getötet. Ich weiß, aber er ist tot. One of us is hit. Oh, oh. I need some immediate help here. Kicks. I'm going for it. Deswegen finde ich Hardline ein bisschen toll, weil. Deswegen mache ich kein Battlefield, die kommen von überall. Aber wir spielen doch Polizist gegen Räuber. Und? Das ist nicht Battlefield, das ist Battlefield Hardline. Am Arsch. Vielleicht schaffe ich es ja jetzt. Ja. Okay. Ich muss nur
Links, da guck, da ist blau markiert, wo du hin musst, rechts. Der ist ganz schön weggefetzt. Es läuft, ja? Das ist... Fehlen die Worte. Ich bin kein Battlefield. Oh. Du hast... Frucht. Ja, zum Glück habe ich eine Granate geschmissen. Das war spitze. Ich glaube, ich wurde überfahren. Ich glaube. Ich weiß es aber nicht. Nicht hundertprozentig klar, ne? Okay. Es ist nicht... Die Todesursache muss erst noch von der Polizei bestätigt werden. Ich glaube, ich bin falsch. Ja, du, das ist nicht so schlimm. Irgendwie wackelt er nicht. Irgendwie ist einfach das ganze Spiel schlecht. Ich meine... Licht. Was ist Licht? Ich mag halt das Szenario. Ist lahmarschig. Es passt halt auch einfach nicht und deswegen ist das alles total unrealistisch und deswegen macht es auch keinen Spaß. Ne? Weil, warum zum Teufel? Jetzt das an dem Beispiel hier, du musst Geld sammeln und das an deinem Transporter sammeln, okay? Und zwar musst du als erstes mehr Geld sammeln als die Räuber. Du bist die verdammte Polizei, warum musst du mehr Geld haben wie die verkackten Räuber und ist da sicher? Ich bin jetzt ein Räuber. Ist doch egal, wer du bist, es geht ums Prinzip. Du bist ein Polizist, du machst einfach alle platt, nimmst sie fest und dann brauchst du nichts in Sicherheit bringen. Ach, Schlauch, meine Geschichte. Ja. Und dann kämpfst du hier in der Stadt, wie wenn du hier, weiß nicht, im Jordan bist und Terroristen um. Ja, ich bin Polizei, aber ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Und was? Guck mal, da rechts ist gleich nochmal einer. Gleich nochmal, gleich über den Haufen. Wie sieht das aus, Mann? Ja, das machen Polizisten so in Amerika. Die haben sich ein Motorrad sitzen. Nein, die sitzen den ins Kreuz. Ja, und dann machen die einen Drive-By, Mann. Nie gesehen? Das machen unsere Polizisten hier in Deutschland auch. Ja, die wissen, da ist ein Überfall, da kommt erstmal die Kavallerie und holt einen Minigun. Moritz, alles weg. Alles. Richtig. Was? Demonstration? Minigun her. So wird das gemacht. Jetzt mal ganz ehrlich, das ist schon. Das Szenario finde ich einfach nicht passend. Zumindest nicht zum Multiplayer-Spielmodus. Da müssen andere Spielmodis her. So, der ist ja spitz. Oh ja, super ist der. Der ist voll motiviert. Du hast mal einen gekillt. Ja, weil einer dabei war. Und du bist gestorben. Das ist so für den Arsch. Da, X. Wo? Oh. Irgendwo. Schmeiß Granate und vielleicht kriegst du noch einen Tod. Da guck, so viel zum Thema Minigun, da ist eine Kanone auf dem Fahrzeug drauf. Was ist das für ein Ding? Da, Gunner Minigun steht sogar dran. Da hat eine verkackte Minigun auf dem Welt drauf. Was ist denn das? Die Polizei. Geht's ja um Gottes Willen nicht darum, dass ein Spiel eine Simulation sein muss, ne? Aber es muss halt schon irgendwo passen und stimmig sein. Bist du wieder gesund? Was für eine Scheiße. Hardline. Nur die Harten kommen in den Garten.
Weißt du, Arschloch. Das klassische Beispiel, wenn ich nicht spiele. Hauptstärk. Genau. Ich kann es nicht überwinden, aber ich kann. Doch. Ja, reicht doch. Da hinten ist was. Weg. Ich bin auf die Wand. Ja, du bist spitze. Okay, ich direkt. Cool, wenn sie von überall kommen. Der scheint einem echt wortwörtlich. Alles aus dem Rektum. Ja gut, es liegt ja jetzt nicht am Spiel, dass du ständig stirbst. Ja. Das Spiel mag mich. Das liegt nicht am Spiel. Ich mag mich nicht. Ich mag das Spiel schon nicht, wie ich dir dann noch zuguck beim Spielen. Das ist einfach. Das ist ja das i-Tippisch. Genau. Ja. Was denn? Das ist ungefähr, wie wenn ich sag, hey, ich mag den Kuchen nicht, aber ich muss ihn essen. War ich da auf dem Tisch, das wird gleicher Mann. Richtig. Aber ist zum Glück vorbei. Jawohl. Es ist vorbei. Yeah. Ja, schade. Wir sind jetzt fertig mit Battlefield Hardline. Haben jetzt beide Spielmodis durchgemacht. Und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass... Ich lösche die Beta. Dass Battlefield Hardline auf jeden Fall im zweiten Blick wert ist. Aber im dritten auf jeden Fall nicht. Und... Für alle, die Battlefield mögen, könnte das bestimmt ein tolles Add-on sein. Battlefield selber ist scheiße, Special ist Bad Company, Mann, der Rest ist Müll. Bad Company, ist das nicht Call of Duty? Nein. Auch Battlefield? Das ist mit den Idioten, wo Krieg spielen. Okay. Auf jeden Fall. Du bist raus. Vielen Dank fürs Zugucken. Voll raus. Ne, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir, weil wir hatten ganz viel Spaß. Und wir werden jetzt erstmal keine weitere Aufnahme von Battlefield machen. Wir werden jetzt die Anwendung schließen und Battlefield löschen. Und danach werden wir wahrscheinlich Destiny spielen oder Warframe. Weiß ich noch nicht. Eins von beiden auf jeden Fall. Jo, von daher vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Könnt uns ja in den Kommentaren schreiben, was ihr selbst von Battlefield haltet. Die Fresse, das ist geil! Ne? Oder ja, egal, schreibt irgendwas rein. Ne? Würdet ihr Battlefield kaufen? Ja oder nein? Mich würde es interessieren. In diesem Sinne. Ciao, ciao.